und herzlich willkommen hier zurück zu Tropico 6. Viva el Presidente, viva el Tropico. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt mit der nächsten Missionskarte Schokoladenfabrik. Was als Wettlauf um ein goldenes Ticket zur Schokoladenfabrik des Zauberers Wonkmeisters begann, verwandelte sich in das Abenteuer des Aufstiegs von Tropico zu einem Zuckerparadies und zum weltweit führenden Konfektexporteur, der jedermann auf der ganzen Welt mit Schokolade beliefert, die besonderen Zutaten enthält. Okay, Missionsfokus, Produktionskette und Export. Alles klar, könnten wir machen. Ich gucke gerade nochmal, was das ist. Piratenkönig wäre vielleicht auch ganz nett. Tropico Land. Beispiel. Höhere Gewalt. Oh, das ist die ich im in der Beta gespielt habe. Die ist übel. Betonstrand. Hüttenland. Die war auch übel. Wenn ich mich erinnere. Wie gesagt, wir machen weiter mit der Schokoladenfabrik und wir gehen in die Mission. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Geiles Bild. Ah, Präsident, diese Tasse Kakao aus lokalem Anbau erinnert mich an unsere süßesten Tage. Ich spreche von Chukiko, der großartigsten Schokoladenfabrik aller Zeiten. Lasst mich euch an eine Zeit erinnern, als Limonadenwellen auf Lebkuchenstrände schwappten, Sahnetäubchen in Kaugummibäumen nisteten und die Menschen das ganze Jahr über Kolatzhosen und Marzipantoffeln tragen konnten. Es war ein Zuckerparadies. Soweit ich mich erinnere, begann alles mit dem Goldcoupons des Zauberers Wonkmeister. Präsident, in einem durchsichtigen Versuch, sinkenden Umsätzen entgegenzuwirken, hält der Zauberer Wonkmeister einen Wettbewerb für den Besuch seiner Fabrik ab. Okay. Wonkmeister ist der größte Schokoladier aller Zeiten. Wer würde die Chance versäumen wollen, einen Blick hinter die süßen Türen dieses magischen Ortes zu werfen? Wir müssen nur irgendwie Schokoriegel besorgen, dann können wir unsere Suche nach dem siegreichen Goldcoupon beginnen. Besitzen Sie ein Gebäude des Typ kleiner Laden. Alles klar. Zeit ist kostbar, Präsidente. Besonders eure Zeit. Denn ihr seid der eifrige Führer einer Nation und nicht etwa ein Kind, das in einem Sandkasten spielt. Okay, dann machen wir das mal. Alle Bürger, Miliz, offizielle Teilung, alles klar. Den Rest haben wir noch nicht. In Ordnung, lassen wir so, Standard. Auf geht's, kleiner Laden. Jetzt muss ich mir das mal umschauen. Was ist das denn hier? Krass. Geil. Das ist ja der Hammer. Okay, kleiner Laden, ey. Wie sieht's denn hier aus? Einen kleinen Laden. Wo haben wir dich denn? Den kleinen Laden, wo bist du? Mietskaserne, Landhaus, Theater. Wo ist der kleine Laden? Da ist er doch. Sehr schön. So, kriegen wir den hier rein? Ja, da passt der perfekt dahin. Sehr gut. So, das läuft. Das sieht auch geil aus hier oben. Hier ist... Ah, hier sind Öl. Hier sind Felder. Okay. Ist okay. Hier sind Fischfarm. Hier ist eine Fischfarm. Okay, alles gut. Wir warten. Was haben wir denn da? Handel, 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 Handel. Wir kaufen uns erstmal noch eine Lizenz. Baumstämme, Bananen, Eisen, Stoffe, Zigarren, Zucker und Öl. Das ist aber... Na komm, wir probieren es mal mit dem Öl. Ich weiß, wir haben hier hinten ja Pumpstationen. Das sind Ölbohrtürme. Ist noch nicht so viel. Ich bin der Broker. Vermutlich hatte ich einst einen anderen Namen, aber wissen, es gab einige Möglichkeiten. Ja, nichts Illegales. Das kennen wir ja alle schon. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Deswegen fackel ich dir auch nicht lange. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was haben wir denn hier? Ich würde gerne auf jeden Fall Regierungsgebäude und sowas bauen.
Botschaft wäre, glaube ich, unheimlich wichtig. Bauen wir auf jeden Fall. Können wir die hier hinsetzen oder hier hin? Ich glaube, ich werde die hier mit hinsetzen. Bauen wir mal eine Botschaft. Baubüro, okay. Noch läuft alles gemütlich. Ich gebe mal. Wir haben einen Laden, Präsident. Lasst uns Schokolade kaufen. Tragt diese realistische falsche Nase, denn sonst wird man euer Gesicht auf dem Geld erkennen. Okay, dann wird es sicher sein, den Palast zu verlassen. Euer Volk kann sich Schokolade in der Regel nicht leisten, deswegen werden wir sie komplett aufkaufen können. Ich bin mir sicher, dass wir den Goldcoupon sofort finden werden, denn wie den meisten Menschen ist mir Wahrscheinlichkeitsrechnung ein völliges Rätsel. Okay, Importhandelsroute für Dings. Dominikanische Republik. Import. Ist das Dominikanische Republik? Ja. 500. Wir nehmen erstmal die 500. Bin gespannt. So, hier ist... Es fehlt nichts auf Lager. Das ist nicht so gut. Was ist denn das hier alles? Das Holz? Ja, das Holz. Ich mache mal einen Überblick. Also sieht echt schon stylisch aus. Hier sind auch noch Felder. Sieht ja auch geil aus. Der Palast hat heute ein neues Steuerprogramm angekündigt, welches es Bürgern erlaubt, sich bevorzugte Behandlung bei Routinedurchsuchungen und Beschlagnahmungen zu erkaufen. Jetzt anmelden! Ja, nee, ist klar. Warte mal kurz. So, werden wir gleich mal uns absichern, nur für den Fall der Fälle. Bisschen investieren. Forschung wäre bestimmt auch ganz gut. Dafür müssen wir mal ein Gebäude hinstellen, was das kann. Warte mal. Medienbildung, Zeitung, Bibliothek, Highschool, Radiosender, Mausoleum. Wenn ich jetzt wüsste, was die jetzt an... ich kann jetzt leider nicht sehen, was die jetzt für einen Bonus bringen. Ist ein bisschen doof. Ja, die Dings ist noch nicht fertig. Doch. So, die laden wir mal ein. Ich habe ein Problem, Präsident. Genau, mit den hinterhältigen Roten. Wie haben Sie das gewusst? Ja, kein Problem. Das kriegen wir hin. Herr Präsident ausgewählt. Toll, ich zu sein. Wohin ich gehe, geht Tropico. Also, fangen wir mal klein an mit einer Bibliothek, würde ich sagen. Können wir die hier irgendwie hin? Ja, bauen wir hier mal die Bibliothek hin. Kokosnussernte, okay. Häuser. Mietskaserne. Das sind ja Arztslamm, das will ich jetzt eigentlich nicht haben, ne? Wir warten mal ab. Gib mal Gas, Kumpel. Volle Pulle. Bau mal zu Ende. So, komm. 99% Zustimmung. Gleich mal upgraden. Schokolade. Präsidente, es ist gut, Sie zu sehen. Limonade? Etwas Stärkeres? Sehr gut. Kommen wir zur Sache. Okay. Sie haben uns etwas Zeit verschafft, Präsidente. Ich weiß nicht, wie viel oder zu welchem Preis.
Und um Himmels Willen, sagen Sie es mir nicht. Genau. Wir zahlen mal Geld auf das schwarze Nummernkonto. Sollen jetzt den kleinen Laden besuchen. Ich laufe zu viel herum. Folgt mir nach. Die Orte sollten zu mir kommen. Und eine Zeitung sollen wir bauen. Das trifft sich ja ganz gut. Eine Zeitung. Bauen wir die mal ran hier. Platz ist bereits belegt. Warum denn? Was ist denn da so Besonderes? Dann bauen wir dich hier hin. Ist auch okay. Hier entsteht die Bibliothek. Ich habe ein Problem, Präsident. Genau, mit den hinterhältigen Roten. Wie haben Sie das gewusst? Okay. Kommandogarnison. Das Fundament des Friedens, Press. Okay, eine Importhandelsroute mit einem nicht... Dingsbums. Dann werden wir mal gucken. Mit keiner Supermacht. Warte mal. Möglichst günstig. Ja, komm, Milch. Wir haben die Schokolade, Präsident. Öffnen wir die erste Tafel, um den Goldcoupon zu finden. Nein, vielleicht die zweite. Auch nicht. Aber er muss doch hier sein. Präsident, hier ist kein Goldcoupon. Wir hatten gigantisches Pech. Naja, immerhin können wir die Verpackung an Wonkmeister zurückschicken, um deren Kampagne Salat für Schulen zu unterstützen. Wonkmeister Salat ist äußerst beliebt. Natürlich besteht er fast ausschließlich aus Zucker. Ja, nee, ist klar. Hallo, Präsident. Jemand mit einer sehr eigenartigen Nase hat die gesamte Schokolade aus meinem Laden gekauft. Ich habe natürlich keine Ahnung, wer es war. Die Verteilung von Essen ist eine öffentliche Dienstleistung. Wenn also jemand nach Schokolade verlangen sollte, würden wir gerne liefern. Als Gegenleistung könnten Sie meine Unternehmung unterstützen, Präsident. Mein Ansehen würde durch die Decke gehen. Warum beginnen wir nicht mit einer kleinen Ladenkette hier auf der Insel? Okay, mehrere Läden. Gebühren, okay. Kleine Läden sollen wir bauen. Präsident, ich habe hunderte Schokoladentafeln gegessen, aber ihr habt trotzdem keinen Coupon. Ich habe versagt und ich fühle mich sehr seltsam. Okay, die Leute müssen mehr Schokoriegel kaufen. Wenn einer eurer treuen Bürger gewinnt, wird er den Goldcoupon sicherlich mit Freude an Präsident weitergeben. Wir sollten die Bürger dazu ermutigen, auf freundliche, aber bestimmte Weise das zu tun. Alles klar. Bevölkerung erhöhen und mehr Ladendinger bauen. Das kriegen wir auch noch hin. Wo bist du? Jetzt suche ich das wieder. Ah, herrlich. Ich liebe das. Kleiner Laden. Bauen wir hier noch ran. Einen. Jetzt hier oben noch. Bevölkerung müssen wir nach oben bekommen. Das kriegen wir hin. Ostblock beenden. Dazu müssten wir diese Piraten-Dingsbums bauen. Beziehungsweise die Kommandogarnison. Was kosten die? 2000 zu 8. Die setzen wir hier hin. Dann können wir das machen. Wir sollten mal vielleicht versuchen, mehr zu exportieren, habe ich so das Gefühl. Können wir denn noch was raushauen? Wir wollen jetzt aber exportieren. Was haben wir denn da? Fleisch, Konserven, Mais. Ja, komm, den machen wir. Mais.
Da machen wir nochmal eine Plantage für Mais. So, wegzoomen. Hier oben, wie sieht es hier aus? Hier ist alles voll. Näher ran, kriegen wir den hier irgendwie vernünftig hin. Nicht wirklich, ne? Das ist zu klein. Was haben wir denn hier sonst noch? Banane. Zucker ist hier gar nicht. Ist echt. Zucker ist hier drüben viel. Kakao. Ist auch da drüben. Tabak. Tabak würde gehen. Kaffee. Baumwolle. Kaffee. Kaffeeplantagen. Zwei Stück eventuell. Kaffee geht bestimmt auch gut weg. 4 und 5. Ja, komm. 2. Machen wir mal. 2 mal Kaffee. Muss sein. Dann kriegen wir dich dahin. Ja, kriegen wir auch. So, das passt. Dann brauchen wir nochmal ein Transportbüro, auf jeden Fall. Parkdeck brauchen wir auch noch. Und eine Busgarage wäre auch mal ganz geil, glaube ich. Unsere Leute. So. Und auf jeden Fall, wir brauchen nochmal, wirklich jetzt nochmal eine Maisplantage. Plantage Mais. 68%. Ist echt nicht viel. Mais ist nicht so gut hier. Soll man gar nicht glauben. Ja, da ist das Waldgebiet. Aber jetzt geht noch. Da bauen wir das mal hin. Holzfällerlager. Haben wir eigentlich was, was Planken produziert? Frage ich mich gerade. Gib mir ein bisschen mehr Gas. Ah, was fertig geschafft. Okay. Ich mache immer gerne Geschäfte mit Ihnen, Präsidente. Danke. Das klappt. Jetzt gucken wir mal in die Bibliothek. Akademische Abteilung. Erhöht die Effizienz um 25%. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Ich würde uns als Freunde bezeichnen, Präsidente. Zwei Reisende im Aufzug der Macht. Auch wenn sie die Knöpfe drücken. Ja, wir nehmen die 5000. Was wollte ich machen? Forschung, ne? Wir brauchen... Baugenehmigung will ich haben. Kalter Krieg, da haben wir doch auch was. Das und Feuerwache. So, jede Menge zu tun. Die ist im Bau. Ja, ist klar, hier ist noch nichts da. Nichts auf Lager. Kommt aber. Und dann versuchen wir weiter zu exportieren. Ah, sieht schon geil aus. Da oben geht es nochmal weiter. Kann man auch hinbauen. In einem investigativen Bericht enthüllt Kanaluno die ganze Wahrheit über die Kommandotruppen. Sie tragen Unterwäsche. Man sollte nicht ohne in den Krieg ziehen. Okay. Ich bin der Broker. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle... völlig legitim. Also das hier ist gut. Spionageakademie. Nehmen wir gleich mal mit. Politik. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Dann nehmen wir das Geld auch nur an, wenn wir es brauchen. Wenn wir notfallmäßig was haben.
kleiner Laden, das läuft, die Bevölkerung läuft. Ich habe ein Problem, Präsident. Ja, schon wieder. Der will andauernd, dass wir die Botschaft besuchen. Unglaublich. Ich sollte Penultimo verhaften. Ich gehe, wohin ich will. Ja, und das machen wir natürlich auch. Aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange mal fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns bald, bald wieder. Bis dahin bin ich raus. Viva el Presidente. Viva el Tropico. Plans for the wall have been approved. Cuban Commandant died. The UK has left the European Union. Which has caused a big crisis in Spain. Have also aligned themselves with people to test ballistic missiles.